Hallo ruhig und willkommen hier zu einem weiteren Backslidenden Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur nächsten Backslidenden Orakel-Partie. Union Berlin zu Hause an der alten Försterei empfängt Borussia Dortmund. Und wir haben natürlich drei Päckchen am Start. Der Nigelnagel neuen Tops Matchtag Serie 22-23. Brutal geile Karten, die da Tops rausgehauen hat mit der Matchtags Serie. Und ja, ich bin gespannt. Eigentlich darf man nicht tippen, dass Union zu Hause verliert, weil Union ist zu Hause eine Macht. Union ist dieses Jahr brutal stark. Union hat es in den letzten Jahren alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Muss man auch als Hertha-Fan einfach mal sagen. Union gegen Dortmund. Ich glaube, es wird ein 1-1. Ich glaube, es wird keine Niederlage für Union. Ich sage, es wird ein 1-1. Was sagt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Und genau. Ich bin gespannt. Ihr könnt natürlich auch noch sehr gerne meinen Discord join, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr die Panini-Sticker, die WM 2022 Panini-Sticker bestellen wollt, die sind auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann gehen wir rein. Wir gehen rein und schauen, wer gewinnen wird. Und vielleicht ziehen wir eine Autogrammkarte. Das wär bärenstark. Joschko Guardiol, Jonathan Tah, Anton Stach, Andreas Lute, Lars Stindl, Emre Can mit dem 0-1. Emre Can mit dem 0-1. Thea BVB. Bell Bell. Kevin Trapp. Lacroix und Marvin Lattenhardt. Brutal geile Karte. Sag ich euch ehrlich, brutal geile Karte. Die Heritage von Marvin Lattenhardt. Zweites Pack. Da haben wir Masraoui, Chabot, Besuschkow, Makoto Hasebe, Jensen, Maulida, Lo Kemper, Kostic, Paul Wanner, Held von Morgen und das VfB Stuttgart Logo. Das heißt, keiner von Dortmund, keiner von Union und somit geht's rein ins letzte Pack. Letztes Pack. Online-Code. Haben wir Schonlau, Gieselmann, Höhler, Pichler, Gamboa, Bittencourt, Bülter. Oder kommt eine Legend? Und ich habe Union übersehen. Huch. Das war nicht mit Absicht. An alle Union-Fans, die jetzt denken, der ist Hertha-Fan, der übersieht Union. Das war nicht meine Absicht. Das ist Nico Gieselmann. Und natürlich zählt der Videoschiedsrichter, musste nur kurz überprüfen. Videoschiedsrichter hat überprüft. Tor zählt. 1-1. 1-1 Nico Gieselmann. Dann haben wir Noweski, Bundesliga-Legende von Mainz. Und dahinter Lukas Radetzky, Leverkusen. Und somit endet die Partie, glaube ich, genauso wie am Freitag, ne? Freitag gab es ja die Orakel-Konferenz. Und ich glaube, da ist es auch 1-1 ausgegangen. Also wenn die Partie jetzt auch in echt 1-1 ausgeht, dann nennt mich bitte den Orakelgott ab nächster Woche. Danke. Eure Tipps in die Kommentare. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.